Hallihallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier vom Wanderfritzen und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder ein kleiner Ausflug. Wandertag ist eher nicht so angebracht. Wir sind heute unterwegs in Weitsdorf, werden heute die Weitsdorfer Aussichten besuchen und das ist von der Wegstrecke so kurz, dass wir das Ganze als Ausflug quasi verkaufen wollen. Also wir sind heute hier in Weitsdorf, wie gesagt, besuchen heute die Weitsdorfer Aussicht. Das ist eine wunderschöne Aussicht hier direkt am Fels. Man hat von dort eine wunderschöne Sicht auf den Nilenstein in die Sächsische Schweiz. Man sieht den Königstein, man sieht auch den Hohen Schneeberg. Und von hier geht es dann wieder vorbei am Parkplatz auf die Weitsdorfer Höhe. Und von dort hat man nochmal eine wunderschöne Rundumsicht hinein in die hintere Sächsische Schweiz. Man sieht das Osterzgebirge, man kann bis in das Böhmische hineinschauen. Wie gesagt, das ist heute unser Plan hier zu dem kleinen Ausflug. Die Streckenlänge sind ca. 4 Kilometer. Wir haben heute wunderbares Wetter, die Sonne scheint, es ist relativ windig. Wir haben so 3-4 Grad plus. Es ist halt eben doch schon ein bisschen kalt, wenn man hier lange sitzt. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, ihr lehnt euch jetzt entspannt in eurem Sessel zurück, setzt euch bequem auf eure Couch. Kaffee, Kuchen dazu, Tee oder Gebäck dazu reichen. Und ich würde sagen, es geht los mit dem Ausflug. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vom heimatlichen Wohnort geht es hier in die Sächsische Schweiz vorbei an der Grundmühle und von hier geht es dann hinauf zur Burg Hohenstein. Die sieht man hier so wunderschön im Bild. Und von da geht es nach Weitsdorf in den Ortskern hinein oder in den Dorfkern hinein. Hier sieht man diesen kleinen Parkplatz. Der ist kostenfrei, aber es stehen nur 5 Parkplätze zur Verfügung. Kalt. Es ist kalt. Windig. Wir laufen uns aber gleich warm. So. Jetzt gibt es die Rucksäcke. Und dann müssen wir erst mal gucken, wo wir überhaupt hinlaufen müssen. So, einmal der große Wanderrucksack für mich. Das ist eine wunderschöne alte Karte. Wir sind jetzt hier bei einem großen PW-Parkplatz. Sind von hier oben quasi runtergekommen. Wir laufen jetzt hier diesen Weg rein. Hier vorne sind schon die ersten Aussichten. Hier ist eine Aussicht. Hier ist die Weitsdorfer Aussicht, die hier eigentlich sehr bekannt ist. Wir laufen dann hier quasi einmal ringsrum. Kommen hier vorne wieder raus. Das ist dieser Weg, der hier vorne rauskommt wahrscheinlich, dort drüben. Genau, laufen wieder am Parkplatz vorbei und gehen einmal hier hoch. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ging es hier lang? Hier ging es irgendwie lang, genau hier rüber. Und laufen ein bisschen hoch. Das ist die Weitsdorfer Höhe. Eine wunderschöne Panoramasicht hat man von da oben. Und dann geht es das Ganze wieder hier runter Richtung Parkplatz. So, es wird kalt. Wir bewegen uns. Auf geht es! Hier vorne haben wir jetzt einen Wegweiser und wir können uns eigentlich überhaupt nicht verlaufen, weil hier steht Aussicht, da wollen wir hin, also Ding ist weg. Das sind jetzt ungefähr 2 Kilometer der Weg, also wir haben heute wirklich... Aber der Malerweg geht hier geradeaus? Der Malerweg, genau, kann man auch laufen, aber wir wollen jetzt weit durch Aussicht. Jetzt haben wir gleich die erste Aussicht. Die werden wir genießen, weil heute ist wirklich eine schöne Fernsicht. Die Sonne ist leicht draußen, jetzt kommt sie gerade richtig raus. Da vorne sehe ich schon die erste Bank. Und das werden wir gleich genießen. Also, bis gleich. So ihr Lieben, heute zum Ausflug. Die erste Aussicht hier, das ist noch nicht die Weitsdorfer Aussicht, da kommen wir noch. Hier steht eine kleine Bank, hier kann man auch schön sitzen, eine Rast machen. Und wir zeigen euch gleich mal den bombastisch schönen Blick auf den Nilenstein.
Gibt es viele, viele Bilder schon davon. Die Weizdorfer Aussicht, den Panoramablick in das Elbsandsteingebirge. Oh, Sonne, Sonne! Das war also die Weizdorfer Aussicht. Klar, jetzt sollen wir den Rundweg noch weiterführen. Wir wollen noch zum Weizdorfer Höhe. Ja. Außerdem ist es kalt, wir müssen es bewegen. Ich lasse mal meine Handschuhe wieder rausholen. Noch eine kleine Aussicht gefunden. Genau. Ja. Das war doch echt schön. Jetzt graubelt es bloß gerade wieder. Aber wir haben auch eine wunderschöne Sicht. Hier ist ein bisschen die Sonne draußen. Hier unten hat man Radmannsdorf und das Pullenstal, was hier quasi. Pullenstal, da unten sieht man die Pullens. Die schwingen sich durch. Genau, die kommt ja von also der Pollenstal, ja, die Straße, die man hier unten sieht, das ist die Verbindungsstraße, die von Holstein hier runterführt. Und hier unten hat man drüber einen Puschdruf, den sieht man auch so schön. Genau. Und hier hinten, das ist die Radmannsdorfer Höhe, die man hier sieht. Da steht übrigens auch die Sägemühle oder das Sägewerk vom, wie heißt das gleich, Jonas Waldeck. Und wer Jonas Waldeck kennt, der weiß, dass das der Ranger ist, nämlich aus der MDR-Fernsehserie, die jetzt aktuell gerade wieder läuft. Da drüben auf der Radmannsdorfer Höhe gibt es ein Hotel, ich weiß gleich gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, der Sandnerhof. Und das ist nämlich die Kulisse für das Sägewerk der Familie Waldeck. Wenn man da drüben ist, hat man noch einen Aussichtsturm. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Gibt es einen Aussichtsturm, da kann man auch draufklettern. Genau, da ist auch direkt ein Parkplatz davor. Genau, das ist ja, die Bad Mannsdorfer Höhe. Unten fährt auch die Eisenbahn, das ist die Verbindung von Bad Schandau Richtung Neustadt in Richtung Sebnitz und im weiteren Verlauf rüber Richtung Tschechien, Liberec. Genau. So, ich würde sagen, es geht weiter. So, wir müssen erstmal hier einen Weg bahnen. Ist ein bisschen matschig, nur ein bisschen. So, jetzt geht's hier zurück zur Straße. Schön. Ich bin draußen. So. Geh mal. Guck mal, Mama. Oh Gott. Mitten rein, statt nur vorbei. Mit den Schuhen kommst du nicht in mein Auto. Ich muss dann mit dem Bus fahren oder laufen. Thank you.
Seit 1992 werden hier in Weilsdorf Galloway-Rinder gezüchtet. Und wenn ihr Näheres zu diesen Tieren erfahren möchtet, könnt ihr das hier auf dieser Tafel lesen. Geht hinauf auf die Weilsdorfer Höhe. Man hört es am Keuchen. Für heute der einzige Anstieg hier. Also es ist eigentlich für jeden machbar, sage ich mal so. Es geht schön entspannt hier stetig bergan. Man sieht auf jeden Fall hier oben schon die Höhe, also das Ziel. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Gehört, noch nie hier gewesen. Jetzt haben wir es einfach mal durchgezogen. Jetzt sind wir einfach mal hier. Genau. Weiter hoch. Und weiter geht's. Geschafft! Wir sind auf der Weilsdorfer Höhe und hier werden wir eine schöne Rast machen, ein schönes Essen und einfach die Aussicht genießen. So ihr Lieben, wir haben natürlich auch was Feines zu essen mitgenommen. Die Dame des Hauses zieht sich erstmal was anderes an. Genau. Eine Schicht dazwischen, damit es nicht kalt wird. Genau. Ich muss erstmal ein bisschen was auspacken hier. So, was zu trinken haben wir mit. Pfefferminztee heute wieder. Jeder hat ein Brötchen mit. Es gibt heute wieder wunderschön Fleischbällchen und kleine Knacker oder ja, Salami-Sticks. Und wir haben noch ein bisschen Obst dabei. Genau. So. Gut. Einmal Platz nehmen. Ach, ist das schön. Warte. Muss ich mal den Rucksack etwas runternehmen. Ja, kannst du darüber tun. Nö. Muss man erstmal hier mit dem Wind eingießen, sonst wird das nicht. Bleibt das stehen, ja. Hm? Ja. Alfred. Wir lassen es uns schmecken, genießen die Aussicht. Und dann geht's zurück zum Wanderparkplatz. Wir essen hier oben schön. Es ist sehr windig. Ihr seht, es graubelt. Ein geiles Wetter für ein Mittagessen. Gut, ihr Lieben, das soll es für heute hier gewesen sein. Von unserer schönen kleinen Tour, Ausflug hier, Weilsdorfer Aussichten hier in Weilsdorf. Und ich kann nur diesen Ausflug wärmstens empfehlen. Von der Streckenlänge, wir haben jetzt knapp 4 Kilometer hinter uns gebracht. Sehr entspannt, es geht doch wirklich moderat hier auf die Weilsdorfer Höhe hinauf. Also ist für jeden mach und schaffbar. Wenn ihr unterwegs einkehren wollt, unten in Weilsdorf gibt es die Weilsdorfer Schenke, habe ich euch auch schon gezeigt. Kann man wunderbar essen und Rast machen. Und natürlich auch die Weilsdorfer Aussicht
An sich ist ja natürlich ein wunderschöner Platz. Gerade bei so einem Wetter wie heute. Eine wunderbare Aussicht. Wenn das nicht so windig wäre, wäre es noch schöner. Aber wir haben wirklich schönes Wetter, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen graubelt. Aber die Sonne, die dann immer wieder mal rauskommt, die zeigt das in wunderschönem Licht. Gut, ihr Lieben. Wie gesagt, für heute soll es das gewesen sein. Ich möchte mich von euch verabschieden. Wenn ihr hier auf meinem YouTube-Kanal gerne ein Abo dalassen wollt, das ist kostenlos. Ihr könnt auch gerne was unter diesem Film oder generell unter die Filme kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in der Zukunft, dann einfach mal die Glocke betätigen. Wenn ihr auf Facebook bei mir reinschaut, auch gerne ein Like da lassen, gerne was kommentieren. Und bei Instagram seht ihr natürlich wie immer das ein oder andere Foto. Wenn ihr was zu meiner Ausrüstung wissen wollt, was ich hier so immer mit mir rumschleppe, hier unten ist nochmal eingeblendet der Link zu meiner Internetseite www.der-wanderfritze.de. Da gibt es einen Reiter Ausrüstung. Einfach mal draufklicken, da seht ihr alles so, was ich mit mir rumschleppen kann und was ich so an Ausrüstung habe, wenn es euch interessiert. Wenn ihr mich bei diesem oder anderen Abenteuern unterstützen wollt, könnt ihr dies natürlich auch gerne tun. Hier unten ist nochmal der Link eingeblendet oder der Hinweis, wo ihr diesen Link findet. In der Videobeschreibung ist auf jeden Fall verlinkt. Der Hinweis zu meinem PayPal-Spendenkonto, dort könnt ihr mir eine Spende dalassen. Die Höhe dieser Spende überlasse ich natürlich ganz euch. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Cent. Gut, ihr Lieben, das soll es für heute an diesem wunderschönen Samstag gewesen sein. Ich möchte mich von euch verabschieden, wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche. Bleibt alle gesund und munter. Wir sehen uns pünktlich in 14 Tagen wieder hier samstags 15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Und bis dahin sagt Tschüss, der Wanderfritze.